Hallo, mein Name ist Alex. Ich berichte jetzt hier aus dem Kremberger Wäldchen. Die Waldbesetzung wurde heute Morgen geräumt, am späten Vormittag, von sehr vielen Hundertschaften. Sowohl die Waldbesetzung als auch die Mahnwache. Was unserer Meinung nach illegal ist, weil es die Mahnwache war eine angemeldete Versammlung und die Waldbesetzung war eine geduldete Versammlung. Die Cops sind hier reingegangen, haben sehr viel zerstört, haben genau den Weg sich in eine Schneise gebaut, den Weg freigemacht. Und das halten wir für absolut unmöglich, weil das sozusagen der Grund war, der uns auch vorgehalten wurde, dass wir nicht wirklich mit dem Wald umgehen, was nicht stimmt. Wir haben mit einem Waldpfleger zusammen da sehr darauf geachtet, dass der Wald sehr pfleglich behandelt wird. Der Grund, weshalb wir hier waren seit 3,5 Wochen mittlerweile, ist, dass hier die A4 ausgebaut werden soll, von 6 auf 8 Spuren. Und wir finden, das ist ein Wahnsinn in Zeiten des Klimanotstandes, den die Stadt Köln unter anderem selbst ausgerufen hat, in Zeiten des Klimanotstandes eine Autobahn zu erweitern und so noch mehr CO2 in die Luft zu schießen. Also ja, wir haben unsere Waldbesetzung sehr, sehr bewusst ausgewählt, den Ort. Wir sind mit Baumpflegern und ÖkologInnen durch den Wald, haben tagelang auch gescoutet, um einen gefahrenfreien Ort zu finden. Und wir haben in dieser Besetzung schon 2 richtig krasse Stürme überlebt, wo nichts passiert ist. Also dieses Argument lassen wir nicht gelten. Und wenn es danach ginge, dürfte der ganze Kremberger Wäldchen gar nicht mit diesen ganzen Spazierwegen durchzogen sein. Also ja, es ist Naturwald, der so belassen wird. Totholz wird erstmal nicht rausgenommen. Aber eine Gefahr besteht zumindest an der Stelle, wo unsere Waldbesetzung war, nicht. Die Mahnwache ist unabhängig und hat autonom agiert von der Waldbesetzung. Genau, das sind ganz eigene Strukturen, mit denen wir so erstmal nichts zu tun haben. Und die liegt einfach auf dem Weg, auch natürlich zur Waldbesetzung. Das heißt, Menschen von uns sind da auch vorbeigegangen, aber es gibt da personell erstmal keine Überschneidungen. Und genau, wir halten das für einen illegalen Akt tatsächlich, dass die Mahnwache abgebaut wurde, dass die auch geräumt wurde, weil es eine angemeldete Versammlung war. Ja, genau. Und das Versammlungsgesetz steht über dem Polizeigesetz. Das müsste die Polizei als allererstes eigentlich auch wissen. Ja, die Polizei sagte dazu explizit, als auch nachgefragt wurde, dass es keine Verlängerung gab, dass die Versammlung für die Mahnwache nur bis zum 23. Juni ging. Nach meinem Wissensstand, bitte klär mich nochmal auf, wurde ja versucht, diese Mahnwache wurde ja verlängert, mehrfach. Und gab es dazu irgendeine Rückmeldung von der Polizei? Da müsste man die Menschen von der Mahnwache fragen, das weiß ich gerade nicht. Mein Stand ist, dass die Überlegung, also diese Woche auf jeden Fall, das wird so, wurde sozusagen wochenweise immer verlängert, diese Woche war auf jeden Fall noch voll. Da wurden, soweit ich weiß, auch Schichten belegt und so weiter. Und die Überlegung war, soweit ich weiß, dass auch nächste Woche die Mahnwache verlängert werden sollte. Hm. Von Mahnwachenseite aus. Ob das da jetzt eine Genehmigung gab oder nicht, das weiß ich nicht. Eben haben wir beobachten können, dass der Tower quasi abgerissen wurde. Dafür wurde dann zum Beispiel ein Weg freigelegt. Das heißt, sie haben dann mit schwerem Werkzeug wie einer elektrischen Handsäge, nenne ich es jetzt mal, Fachbegriff fällt mir jetzt auch nicht ein, aber du weißt, was ich meine, haben sie dann teilweise Wege freigemacht. Das heißt, mit das Naturschutzgebiet teils zerstört. Sowie ist der Tower dann auch ganz woanders hingefallen. Wie empfindet ihr das als Besetzung? Ja, das schmerzt uns natürlich besonders, weil wir von Stunde 0 der Besetzung, von Stunde 1 der Besetzung an sehr, sehr pfleglich mit dem Wald umgegangen sind. Wir haben Schilder aufgestellt, wir haben sehr kleine Trampelpfade nur gemacht, damit eben kleine nachwachsende Bäume und Pflanzen nicht beschädigt werden. Und jetzt zu sehen, dass da so rabiat umgegangen wird, also abgesehen davon, dass KlimaschützerInnen hier jetzt kriminalisiert wurden. Ich denke, kriminell ist das, was hier gemacht wird, die Räumung ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die Natur. Und das ganz große Verbrechen ist natürlich der Ausbau dieser Autobahn in Zeiten der Klimakatastrophe, der globalen Klimakatastrophe. Und dass da sozusagen die Politik nicht einlenkt und die Pläne vom Tisch nimmt, das ist das Kriminelle und das versuchen wir zu verhindern und wir bleiben auf jeden Fall weiter dran an dem Kampf. Die mögen jetzt die Besetzung vielleicht geräumt haben, aber unser Kampf ist nicht zu Ende und wir machen auf jeden Fall weiter. Und ich denke auch, dass das dadurch, dass jetzt geräumt wurde, wird das nochmal richtig groß in die Presse kommen und hoffe, dass wir da weitere AnhängerInnen finden, weil ab Oktober sehr wahrscheinlich auch hier schon
das Gremberger Kleeblatt, sozusagen die Autobahnzubringer, gerodet werden, erweitert werden. Und das heißt, ab Oktober sind wir wieder am Start. Also das bedeutet, ihr werdet nicht aufgeben und wir werden euch wieder irgendwo sehen. Vielleicht auf jeden Fall. Antreffen. Der Kampf geht weiter. Der Kampf geht weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und wir drücken euch die Daumen. Danke.